Hallo, ich heiße Raya. Wir sind hier gerade im Orang-Utan-Haus im Zoo Dortmund. Heute suche ich mir ein paar Besucher aus und stelle denen Fragen. Was macht ihr hier? Wir basteln eine Beschäftigung für die Orang-Utans. Und woraus besteht das? Aus einem dicken Stück Holz und einem kleinen Stöckchen und Tomatenmark und Senf. Sollen wir das jetzt den Orang-Utans geben? Okay. Hi! Hi! Schmeißt du zwei? Luki, schmeißt zwei. Wie heißt denn der kleine Affe da? Jenko! Warum hat der denn nur noch einen Arm? Leider starb seine Mutter 2013 an einer OP. Deswegen hat er hier im Zoo Dortmund eine Adoptivmutter bekommen. Toba. Toba kümmert sich sehr gut um Jenko, doch da war noch der Stiefvater Walter. Walter war nicht sehr erfreut, dass Toba sich nur noch um Jenko gekümmert hat und gar nicht mehr um ihn. Eines Tages steckte Jenko nichts an seinen Arm durchs Gitternetz, von dem er und seine Mutter von Walter getrennt waren. Walter nutzte die Gelegenheit und biss ihn ab. Doch durch zahlreiche OPs geht Jenko wieder gut. Drei, zwei, eins, Kamera an. Genau, links, denn wir spielen jetzt ein Spiel mit Toba. Zeig mal her. Danke. So, Toba, einmal deine Belohnung. So. Hier, Toba, das noch für dich und das ist für dich, Toba. Einmal deine Belohnung, Toba. Uns hat es sehr gut gefallen. Ich hoffe, euch hat es auch gefallen. Und ich wünsche euch noch viel Spaß bei den anderen Vorträgen. Tschüss.